Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Kupferflächen und Sperrflächen zeichnet. Kupferflächen nimmt man gerne dazu her, um zum Beispiel Übersprechen zwischen Signalleitungen zu vermeiden, indem man so eine Kupferfläche dazwischen setzt und diese dann auf Ground legt. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten oder andere Gründe, sowas zu verwenden. Auch einer der wichtigen Gründe ist mit, dass ich weniger Material wegätzen muss, wenn ich hier dazwischen diese Kupferflächen zum Beispiel eben stehen lasse. So, wie machen wir das? Wir gehen also hier auf unser Kupferflächensymbol, suchen uns dann eine Ecke der Platine aus. Das kann durchaus, muss nicht unbedingt die exakte Ecke hier vom Edge Cut sein, kann auch etwas größer sein. Ich klicke jetzt einmal. Und jetzt kommt hier so ein Auswahlfenster. Dazu ist Folgendes zu sagen. Ich kann jetzt also diese Fläche auf der Oberseite zeichnen, auf der Unterseite zeichnen oder eben auf beiden Seiten, je nachdem, wie ich das auswähle. Und ich kann hier wählen, auf was für ein Netz ich diese Fläche legen möchte. Also ich habe jetzt hier einmal kein Netz, das heißt, es wird nirgendwo angeschlossen. Ich kann aber so eine Kupferfläche auch auf Ground legen. Dann liegt die auf Ground und ich habe die also sozusagen gleich mit geerdet. Wir lassen jetzt mal an dieser Stelle mal kein Netz und sagen jetzt okay. Und wenn ich jetzt hier nochmal klicke, na, wir nehmen jetzt beides. Nochmal. So, jetzt haben wir hier diese Linie dran sitzen. Muss also hier diese Linie dran hängen. Wir gehen hier auf unsere Platine nach rechts, klicken einmal. Dann sehen wir jetzt schon, langsam wird hier die Fläche gezeichnet. Gehen hier außen drüber. Nochmal wieder einen Klick. Und legen jetzt hier unsere Ecke an. Jetzt kann ich hier einen Rechtsklick machen, Umriss schließen, oder ich zeichne noch hier nach oben. Geht beides. Jetzt ist also dieser Umriss geschlossen. Ich beende mal das Werkzeug. Und wie wir sehen, sehen wir jetzt hier erstmal noch nicht viel, außer dieser kleinen schraffierten Linie. Und wenn ich mir jetzt diese Füllfläche mal anzeigen lassen möchte, muss ich jetzt hier diese Button links wählen und einmal die Taste B drücken. Jetzt wird diese Füllung gezeichnet. KiCad zeichnet uns jetzt hier diese Füllung. Und wenn ich jetzt hier in die Leerfläche klicke, dann sehen wir jetzt also, hier ist jetzt alles mit Kupfer gefüllt. Und wir sehen hier unsere Leiterbahnen, die entsprechend ausgespart sind. Wenn ich jetzt die Ansicht umschalte, dann sehen wir das jetzt hier entsprechend auf der Unterseite. Hoppala. Dann sehen wir jetzt also die Unterseite der Platine. Auch hier ist jetzt eine Kupferfläche gezeichnet und nur die Unterseitenplatinen sind hier, Leiterbahnen, sind entsprechend ausgespart. Wir sehen jetzt auch hier, die Groundleitung ist noch nicht mit angeschlossen. Wir hatten ja kein Netz gewählt. Wir merken uns mal hier diese Groundleitung. Ich gehe nochmal zurück in die Oberfläche, schalten wir es nochmal zurück. Ich wähle mir hier nochmal diesen Umriss aus. Mit Entfernen kann ich den wieder löschen. Und ich zeichne nochmal so eine Füllfläche, wähle wieder mein Werkzeug aus, gehe also hier oben auf die Ecke. Wir machen oben und unten und wir legen jetzt mal hier unsere beiden Kupferflächen auf Ground, sagen okay und ziehen jetzt nochmals diese Fläche hier. Gleiches Vorgehen wie vorhin. Wieder jeweils ein Klick, Rechtsklick, Umriss schließen. Dann die Taste B drücken. Jetzt wird das hier entsprechend gezeichnet. Werkzeug beenden. Und wir sehen jetzt hier keinen Abstand mehr. Ja, also diese Ground-Leitung, diese Leiterbahn hier ist zwar noch da, aber sie hat keinen Abstand mehr. Einfach aus dem Grund, weil jetzt diese Kupferfläche ebenfalls Ground hat. Deswegen wird die quasi hier mit verbunden. Wir sehen hier, diese Signalleitung hat noch diesen Abstand entsprechend, wie wir es in den Netzklassen eingestellt haben. Hier wird also freie Fläche geätzt. Auch hier am Bauelement wird freie Fläche geätzt, außer am Ground. Da sehen wir auch hier von der Groundfläche sind jetzt hier drei solche Anschlüsse dran, weil eben diese gesamte Kupferfläche jetzt auf Ground liegt. Können wir auch auf der Unterseite schauen, sehen wir hier genau das gleiche.
Hier unsere Groundleitungen sind jetzt entsprechend alle mit dieser Kupferfläche verbunden, weil es eben auf dem gleichen Netz liegt. Soweit erstmal dazu. Jetzt können wir mal noch einen Regelbereich hier hinzufügen, einen Sperrbereich. Wir wählen also die andere Fläche aus und sagen, okay, diese Fläche soll also mal für was gesperrt werden. Dann kann ich jetzt auswählen, auf welcher Fläche ich das machen möchte, oben und unten oder eben nur auf der unteren Kupferseite. Ich kann mir hier auch andere Lagen auswählen. Wir nehmen jetzt mal hier auf der Unterseite die Kupferfläche und wir sagen jetzt, also hier, es sollen keine Leiterbahnen hingefügt werden, keine Vias, keine Pads und wir möchten auch die Zonenfüllungen aussparen und Footprints fernhalten. So, jetzt gehen wir mal hier drauf, sagen okay, auch hier kann ich jetzt einfach mal so eine Fläche zeichnen. Ich mache das jetzt in dem Fall hier mal als einfaches Viereck. Kann ich natürlich auch in anderen Seiten, anderen Formen zeichnen. So, jetzt haben wir das ausgespart und dann machen wir mal hier ein B und dann sehen wir schon, dass jetzt also diese Fläche ausgespart ist hier auf der Unterseite und ich kann jetzt auch hierher gehen und sagen, ich möchte jetzt hier mal ein Via platzieren. Nehmen wir das mal hier, dann sagt er, oho, Via-Position verstößt gegen DRC, kann ich also hier nicht reinlegen. Ich kann auch mal hergehen und versuchen, eine Leiterbahn zu zeichnen. Ich gehe einfach mal hierher. Sehen wir jetzt hier eine Leiterbahn auf der Unterseite. Ich kann hier also nicht durch. Ich kann hier zwar außen rum gehen. Ja, das ist alles möglich, aber ich komme hier eben nicht durch. Und wenn ich jetzt hier noch einen Footprint hinsetzen möchte, nehmen wir einfach mal einen Resistor hier. Voilà. Ja, völlig egal. Wenn ich den jetzt hierher setzen möchte, auch hier würde er jetzt sagen, sollte er eigentlich dann im DRC-Check den Fehler bringen. Dass also dieser Footprint da drin nichts zu suchen hat. Und da sehen wir hier nicht erlaubte Elemente in der Sperrfläche. Schließen sehen wir also hier nicht erlaubte Elemente in der Sperrfläche. Das mahnt er eben an durch diese Einstellungen. So kann ich mir also Regelbereiche schaffen, um eben diverse Flächen freizuhalten, aus welchen Gründen auch immer. Das ist aber damit gezeigt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.